Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Rating Prediction. Ich bin so raus aus dem Kommentieren, ich habe so lange kein Video mehr kommentiert, das ist unfassbar. Ich war die letzten Tage, für die, die es nicht wussten, in Hamburg wegen meiner Ausbildung, dementsprechend konnte ich nichts produzieren, nichts hochladen und jetzt geht es wieder einigermaßen los. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, wenn ich im Urlaub bin. Ich hoffe, dass ich zumindest die Rating Predictions täglich raushauen kann, alles andere müssen wir da mal schauen, wie ich das zeitig auch mit dem Vorproduzieren hinbekomme, weil ich momentan nicht mehr viel Zeit habe und relativ viel zu tun noch und in 10 Tagen geht es quasi schon los, in 9 sogar nur. Also wird auf jeden Fall, naja, relativ eng, aber gut. Wenn euch das Video heute gefällt, lasst einen Daumen nach oben. In der letzten Episode fast 1000 Likes. Ich denke mal, heute können wir sie wieder schaffen. Wir haben sehr interessante Spieler dabei und sogar ein Konzept dahinter. Dazu gleich mehr. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Randrun, Instagram, Amazon, Facebook, Twitter. Alles mal auschecken, wenn ihr Bock drauf habt. Und schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wie ihr meint, dass die Spieler bewertet werden sollten und welche Spieler in der nächsten Episode sehen wollt. Wir fangen heute an, mit einem bestimmten Konzept. Und das werde ich euch jetzt kurz erläutern. Wir fangen nämlich an mit Raheem Sterling vom FC Liverpool, beziehungsweise mittlerweile Manchester City, und aufgrund dessen, dass der für 67 Millionen oder so wechselt oder 66 oder irgendwas über 60 auf jeden Fall, denke ich mal, er wird ein Upgrade bekommen. Normalerweise hat er jetzt nicht so krass gespielt, ich denke, er hätte auf 80 bleiben können, aber wegen der Ablösesumme glaube ich, sie werden ihm auf ein kleines Upgrade auf zumindest 81 geben, wenn nicht sogar 82. Ihr seht die Werte: 72 Shooting, 74 Passen, 86 Dribbling, 93 Tempo. Sieht sehr, sehr stark aus, keine Frage, aber ist halt irgendwie ein bisschen überbewertet meiner Meinung nach. Gut, schreibt mir eure in die Kommentare, ich kann das nicht aus eurer Sicht beurteilen. Vielleicht sagt ja auch, Liverpool ist ein richtig krasses Talent, für den kann man mal so viel bezahlen, beziehungsweise der sollte dieses Rating auch haben, weil ich persönlich finde, er hat jetzt nicht so viel gerissen bisher. Letzte Saison war er richtig, richtig krass, aber diese Saison, weiß nicht, er ist irgendwie abgehoben. Finde ich ein bisschen schade, aber gut, er geht zu City. Ich mag City, wenn er sich entwickelt und geiler Spieler wird, umso besser. Aber so, naja. So, jetzt kommen wir nämlich zum Prinzip, und zwar gehen wir jetzt in der gleichen Liga einen Schritt weiter, und zwar zu einem Spieler, der hingewechselt ist, und zwar Georginio Wijnaldum. Das mit dem Hinwechseln hat absolut nichts zu tun, ist nur ein Zufall, dass es jetzt quasi zwei gewechselte Spieler sind. Der kriegt 79er Rating von mir, 83 Tempo, 85 Dribbling, 75 Shooting, 73 Passen, wechselt ja vom PSV zu Newcastle United. Richtig gut für den nächsten Karrieremodus, also wenn wir da mit Newcastle wieder durchstarten werden, was ja der Fall sein wird. Newcastle und Bielefeld werden die beiden Vereine sein, mit denen ich nächste Saison Karrieremodus auf YouTube machen werde. Und naja, Wijnaldum haben wir dann Perfect Link mit 7 De Jong, und wir haben dazu noch einen sehr interessanten Stürmer im Anflug. Mitrovic soll ja eventuell auch zu Newcastle kommen. Das ist halt das Geile, ne? Auch die Teams, die nicht so krasse Saisons hatten, kriegen trotzdem viel Kohle wegen dem TV-Vertrag. Natürlich ist das in gewisser Weise unfair im Vergleich zu den Deutschen, aber naja, was willst du machen? Die englische Liga ist halt auch so gesehen die beste der Welt, habe ich ja schon öfter gesagt, beziehungsweise die attraktivste der Welt. Und das wäre richtig geil. Georginio Wijnaldum, dazu noch der Kollege Alexander Mitrovic. Sieht auf jeden Fall nice aus. Gut, Wijnaldum, 4-Star Weakfoot, wahrscheinlich wieder 4-Star Skills. Ich denke mal, 5-Star Weakfoot wäre wieder schön, wird aber unwahrscheinlich so passieren. Schreibt mir mal in meine Kommentare, sieht so ziemlich stark aus, müssen wir mal schauen, was da werden wird. Jetzt kommen wir zum nächsten Niederländer. Wir gehen jetzt nämlich zu einem Landsmann von ihm, Wesley Sneijder. Ich habe das jetzt immer so gemacht. Wir gehen erst in der Liga einen Schritt weiter und dann zum Landsmann, und das geht bis zum Ende der Episode so weiter. Sneijder, 84er Rating weiterhin, aber klar, ein paar kleine Upgrades müssen vorgenommen werden. 82 Shooting anstelle von 80 Shooting, 76 Tempo anstelle von 75 Tempo, auch wenn ich nicht glaube, dass ihr ihn upgraden wird, aber auf so FIFA und beziehungsweise Head-to-Head würde es passen mit den 76 Tempo, und ich fände es ziemlich nice, ehrlich gesagt. Dazu noch 65 Physis. An sich sieht die Karte natürlich wieder pervers aus, bis zum geht nicht mehr. Vielleicht kriegt er irgendwann mal seine 4-Star-Skills wieder, glaube ich aber nicht. Aber auch mit einem 5-Star Weakfoot können wir, denke ich mal, alle ganz gut leben, denn es ist einfach eine richtig nice Karte. Zwei in der türkischen Liga, aber da haben wir jetzt beispielsweise mit Van Persie einen richtig geilen Strong-Link, und auch Galatasaray sieht an sich ja nicht so schlecht, auch wenn Fenerbahce natürlich momentan gerade von den Transfers her einen Vorsprung hat. Aber müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Schreibt mir die Meinung auch wieder in die Kommentare. Sneijder ist für mich ein Spieler, der seit der WM 2010 konstant gute Leistungen bringt und immer wieder er ist unterbewertet, sage ich mal, beziehungsweise er ist nicht so im Rampenlicht, was ich auch sehr geil finde, weil so kann man das noch mehr wertschätzen, was er leistet, weil er nicht irgendwie gesagt wird, er ist der Beste der Welt, er sagt selber nicht, er ist der Beste der Welt, aber er gehört so zu der wirklich guten Elite, gerade auf der 10, die halt alles können, und von daher sehr, sehr nicer Spieler. Nächster Spieler aus der türkischen Liga ist Emanuel Emenike. Der wird gedowngradet von, ja richtig, 76, von 80 auf 76, also minus 4, hat in Head-to-Head nur noch 75, ist ja relativ in Ungnade gefallen, glaube ich, auch bei Fenerbahce, beziehungsweise auch bei den Fans, was ich in gewisser Weise auch nachvollziehen kann, weil seine Leistung einfach nicht dementsprechend war, was man erwartet hatte. Hat jetzt Konkurrenz bekommen im Sturm vorne mit Nani, mit Van Persie, mit Fernandao. Dementsprechend wird wohl seine Karriere bei Fenerbahce vorbei sein. Mal sehen, wo er hingeht. Vielleicht dazu Hannover. Wir suchen dann auch Stürmer. Ja, war nur ein Witz natürlich, ich will den Emenike gar nicht haben. 85 Tempo, 75 Dribbling, 73 Dribbling, 75 Shooting und 80 Füße. Ihr merkt, ich bin ein bisschen raus. Das wird sie in den nächsten Tagen wieder einstellen, dass ich souveräner kommentiere. Heute ist es halt nun mal so. Die Karte sieht an sich immer noch relativ stark aus, gerade für ein 76er Rating, aber im Vergleich zu letzten
letztjährigen Karte ist natürlich deutlich schwächer. Das Dribbling hat ein bisschen noch gelitten und gerade auch der Schuss natürlich ordentlich, aber das stimmt halt einfach auch, weil er ist nicht mehr so stark, wie er eventuell erwartet wurde, beziehungsweise mal war. Und das ist zwar schade, aber nicht änderbar und dementsprechend ein 80er Rating letztes Jahr und 76er Rating dieses Jahr. Naja, was willst du tun? Der nächste ist ein Nigerianer, ich habe es bereits gesagt, beziehungsweise es war ja bereits klar und es ist Anthony Uja. Habt ihr euch gewünscht in den Kommentaren, geht zu Werder Bremen und bekommt dann meiner Meinung nach eine 74er Karte. Ich denke nicht, dass er Gold werden wird, er ist an sich ein ordentlicher Stürmer, hat ordentliche Tore geschossen, also beziehungsweise gute Leistungen gebracht bei Köln, aber er war meiner Meinung nach nicht überragend. Er hat doch teilweise Phasen gehabt, wo der wirklich nicht gut drauf war und wenn er nicht gut drauf ist, macht er halt auch nichts. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Geld, was wir für Uja bezahlt haben, zu viel war. Der kann Selke nicht ersetzen, zumindest ist kein gleichwertiger Ersatz. Selke war doch mal ein Stückchen stärker als Uja es momentan noch ist. Uja kann sich auch noch entwickeln, ist in einem relativ guten Alter, aber wenn sie nicht mit zwei Spitzen spielen wollen, sehe ich für ihn ehrlich gesagt eine Reservistenrolle hinter Di Santo, weil Di Santo deutlich vor ihm steht. 78 Tempo, trotzdem 73 Shooting, dazu 78 Füße, 70 Dribbling und 53 Passen. Die Karte sieht an sich mega geil aus, gerade auch für einen Silberstürmer. Aber wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was meint ihr? Uja, war das Geld wert, beziehungsweise hätte er eine Goldkarte verdient? Ich bin persönlich der Meinung, genauso wie der Kommentarschreiber, der sich Uja gewünscht hat, dass er es nicht verdient hat, weil er kann vielleicht ab und zu mal ganz gut sein, aber ja, die Konstanz fehlt halt so ein bisschen und dementsprechend nur eine 74er Karte bei, ja, dem neuen Bremer, dem neuen 96er, beziehungsweise dem neuen Kölner. Bittencourt habe ich ja schon predicted, deswegen gehen wir jetzt zu einem Brasilianer und zwar zu Dante Bonfim. Ja, 82er Rating dieses Jahr. Ich denke mal, auch wenn Pep Guardiola 15 Dantes gerne in seinen Reihen hätte, wird er ein Downgrade bekommen auf 80. Es war einfach alles andere als sein Jahr. Die WM in Südafrika, in was? Südafrika? Ich weiß gar nicht, da gab es den glaube ich noch gar nicht so wirklich. Also da war er zumindest noch kein bewusst. In Südamerika, in seinem Heimatland, in Brasilien, die hat den komplett aus der Bahn geworfen. Das hat man gemerkt. 61 Tempo, nur noch 69 Passen, 69 Dribbling, 81 Defending, 76 Physis, 80er Rating. Ich denke mal, das wäre angemessen. Er ist halt einfach wirklich sehr, sehr flatterig zurückgekommen, er wird auch dazu noch immer älter, das heißt, er kann sich auch nicht mehr so wirklich weiterentwickeln. Es ist schade, ich mochte Dante eigentlich immer sehr, aber diese Saison war der echt richtig, richtig schlecht, hat viele, viele Fehler gemacht, auch gegen Hannover, weil er der Unsicherheitsfaktor als Hannover gegen Bayern zu Hause gespielt hat. Nur mal so als kleines Beispiel, weil ich es damit am meisten gesehen habe. Und das spricht einfach nicht für ihn und bei Bayern darfst du sowas nicht erlauben. Ich glaube, Benatia würde nächste Saison vor ihm auf den Vorzug erhalten und er zusammen mit Boateng und Javi Martinez, das könnte eine geile Dreierkette werden mit Alaba und Lahm auf rechts, eine geile Fünferkette, beziehungsweise halt quasi das 3-5-2 in der Offensive dann. Sieht ziemlich nice und müssen wir mal schauen. Der letzte Spieler für diese Episode, schreibt mir natürlich eure Meinung zu Dante in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber der letzte Spieler für diese Episode ist erstmal Alexandre Pato. Die brasilianische Liga wurde ja so mehr oder weniger bestätigt für FIFA 16. Bateson hat so ein Video gemacht und noch irgendjemand, ich glaube noch ein YouTuber, bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, ja, scheint es, als ob die brasilianische Liga zumindest, bis auf einige Vereine, die halt, ja, ihre Wappen bzw. ihren Verein an sich nicht lizenzieren lassen wollen, zurückzukehren. Das heißt, die Spieler sind da und es wird so aus wie bei Napoli vor ein paar Jahren, dass man beispielsweise das Wappen nicht richtig hat, aber die Spieler. Was ja ganz cool wäre an sich, denn so hätten wir beispielsweise Pato zurück, wir hätten Ronaldinho, der ja auch in die brasilianische Liga gewechselt ist, wir hätten Jetson und so weiter und so fort oder auch Wallison. Das heißt, viele Five-Star-Skiller zurück. Und vielleicht kriegt Pato ja auch Five-Star-Skills. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der wird bei 4-Sternen-Skills bleiben und eine 78er-Karte bekommen. Sieht aber trotzdem geil aus und ich mag Pato ja richtig, richtig gerne. Ich hoffe, der schafft irgendwann noch mal den Sprung nach Europa. Das wäre ein Stürmer, auch wenn er natürlich viel zu teuer ist, den ich so gerne bei Hannover hätte. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. 86 Tempo, 80 Dribbling, 76 Shooting. Es wäre ein Traum, den in Hannover-Trikot zu sehen. Es wird niemals passieren. Aber vielleicht sehen wir nächste Saison im 96-Trikot in Ultimate Team zumindest. Denn das wäre wieder möglich, wenn die brasilianische Liga wieder im Spiel ist. Und dann, naja, nicht mehr die gleiche gute Karte wie letztes Jahr mit einem 80er-Rating, vorletztes Jahr, letztes Jahr aus meiner Sicht momentan noch, nicht mehr das gleiche gute Rating mit dem 80er-Rating, aber immer ein 78 und die Karte sieht da so gesehen auch ganz okay aus, würde ich mal so behaupten. Das war's von dieser Episode, ich hoffe, es hat gefallen, mehr lasst einen Daumen nach oben da, ich verzeihe mich, ja genau, ich verzeihe mich, ihr merkt das schon. Ich entschuldige mich für das bisschen flatterige Commentary heute, wie gesagt, ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen und trotzdem hoffe ich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat, ihr könnt mir das verzeihen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.